übrigens einen neuen Lippenstift. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Information in einem Milwit nicht so angebracht ist. Hallo zusammen, willkommen zum neuen Milwit. Und endlich ist Milwit da, weil ihr müsst warten. Und warum? Weil ja momentan die Fegi-Woche ist. Und Xander, wenn ich kein Fegi wäre, wäre es Milwit vielleicht auch nicht am Dienstag rausgekommen. Aber es wäre... Jetzt habe ich einen Grund, wieso es nicht rausgekommen ist. Ich habe euch zum letzten Video noch etwas, das ich ergänzen möchte. Und zwar ein Kochbuch! Die Michelle vom Kanal Michelicious hat mich darauf aufmerksam gemacht. Sie hat gesagt, hey Simon, kennst du das überhaupt? Kochrezepte der Schweizer Armee? Und ja, eigentlich kenne ich das Buch. Ich habe es ja sogar auch. Und ja, so sieht es aus. Ich blende es euch da hinten ein, weil ich finde es total doof, dass irgendwie so die Kamera nicht haben, weil man sieht es ja nachher eh nicht. Reglement 60.6. Und es hat ein D hinten dran, das heisst, es gibt es in verschiedenen Sprachen. Auf Italienisch und auf Französisch nehme ich jetzt mal an. Rätoromanisch gibt es in der Regel nicht. Meistens gibt es die Reglemente der Schweizer Armee auf Deutsch oder auf Französisch, aber nicht auf Italienisch. Zu diesem Thema gibt es nächste Woche übrigens ein Video, das habe ich nämlich schon gedreht. Und ich werde euch dann etwas erzählen zu diesen verschiedenen Sprachen in der Armee. Und ja, ich tue jetzt da nicht zu viel dazu sagen. Ihr werdet das Video pünktlich nächsten Dienstag sehen, weil es ist schon online, aber noch nicht, wie sagt man? Freigeschalten. Richtig. Dumme Strähnen. Frauenprobleme. Ja, ich habe das Gefühl, die Angaben sind eher so ein bisschen für grosse Mengen an Personen. Weil da sind zum Beispiel Rindsaftplätzchen 18 Kilo. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, mit 3 Liter kann man Fleischsoße vermengen. Ich glaube, das ist wirklich für ein bisschen mehr Leute gedacht. Aber eben, man kann es auch abbrechen. Und ich tue es unten dran in der Infobox rein, also das Reglement und die Zapnummern. Das ist so richtig militärisch. Hey, hast du mal schnell die Zapnummern? Kann ich schnell nachschauen, ob man das noch hat? Ja, das ist so ein kleiner Spass, der Rand, der sicher keine Lust gefunden hat. Auf jeden Fall, ich muss nichts mehr sagen dazu. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Das eigentliche Thema heute ist die Feldpost. Ich werde euch heute mal erklären, wie viel ist gratis von den Kilo her, wenn man ein Päckchen schicken will. Und wenn man von den Kasernen etwas raus schicken will, muss man da etwas zahlen oder nicht? In der Schweizer Armee zählt die sogenannte militärische Portofreiheit. Aber das zählt nicht für alle, sondern das zählt nur für Post, die von oder an schweizerische Angehörige, von der schweizerischen Angehörigen der Armee. Nein, von kanadischen Angehörigen von der Schweizer Armee. Logisch, schweizerische Angehörige von der... Ja, mal hört das. Für Post, für und von Angehörigen der Armee. Ist das ein dummer Satz? Angehörige der Armee. Für ADAS und WADAS. Ich finde übrigens den Ausdruck WADA so schrecklich, so wie so ein Wädli. Und, bist du ein WADA? Ja, ich bin auch ein WADA von der Schweizer Armee. Ich bin ein WADA. Doof. Ich habe euch unten dran in die Infobox einen Link reingepackt, wo ihr schauen könnt, wie die Portofreiheit ganz genau aussieht. Ich erkläre euch das jetzt einfach ganz kurz. Briefe, die ihr schreibt, ins Militär, also in eine Kaserne rein, an einen Soldat, an einen Rekrut, an einen, ist ja egal was, einfach an einen Angehörigen von der Armee. Die sind grundsätzlich gratis. Ausser ihr dürft sie eingeschrieben schicken, dann natürlich nicht. Ebenfalls sind die Briefe, die von innen gegen außen gehen, sind gratis. Das mit den Päckchen ist folgendermaßen geregelt. Bis zu 5 Kilo könnt ihr gratis verschicken. Von außen in die Kaserne rein oder von der Kaserne zurück heim. Wenn es mehr als 5 Kilo ist, dann nachher müsst ihr etwas drauf zahlen. Und auch da zählt, wenn ihr etwas eingeschrieben schicken wollt, in einem Päckchen, dann müsst ihr natürlich drauf zahlen. Ich weiß übrigens nicht, ob es den Werbetrailer, die Werbung, ob es die Werbung immer noch gibt, von der Schweizerischen Feldpost. Weil dort, also alle, die schon in der Armee waren, die werden wahrscheinlich den Trailer kennen, wo sogar die Feldpost bis aufs Feld rauskommt. Man ist irgendwie in einer Übung oder so oder im Biwak und dann kommt irgendwie der Feldpöstler mit einem mega Tasche drin, mit Päckchen drin und läuft so und bringt dir deine Feldpost.
Leute, wir haben noch nie irgendeinen Feldpöstler mit Zeug aufs Feld aufgetragen. Geht es eigentlich noch? Dann muss ich das nachher wieder abtragen. Spinnst du eigentlich? Hey, bitte! Ganz wichtig bei dieser Post ist einfach, also auf diesen Päckchen und auf diesen Briefen, schreibt bitte Kompanie drauf. Schreibt nicht nur die Schule und den Namen, schreibt einfach die Schule, Kompanie und den Zug. Und den Rekrut. Das ist mega wichtig. Es ist ja nicht so, dass nachher der Zugführer die ganzen Päckchen bekommt und Gacke verteilen wie ein Weihnachtsmann. Das habe ich wirklich im Gottes Namen noch nie gemacht. Also Christkindli gespielt habe ich jetzt doch noch nie. Mal, ich habe schon Guetzli gebacken. Ich habe mal für meinen ganzen Zug Guetzli gebacken. In welchem Zug war das? Ich habe mal einen Zug, für einen Zug habe ich mal Guetzli gebacken. Ich weiss nicht mehr für welchen. Ich habe sogar mal Äpfelkuchen gebacken für einen Zug. Ich war so gut gewesen. Ich war so gut zu meinem Zug. Ja, auf jeden Fall habe ich, glaube ich, einfach mal vor Weihnachten habe ich mal an einem Zug Guetzli gebacken. Mit dem Anfangsbuchstaben von unserem Zug. Yay! Ja, also. Schaut einfach, dass ihr die richtige Adresse drauf habt. Das gleiche gilt für den WK. Im WK ist genau dasselbe. Schaut einfach, schauen, wenn ihr einen Freund habt, der in den WK geht, oder eine Freundin, dann schaut, dass ihr vielleicht das Päckchen in der ersten oder in der zweiten Woche könnt abschicken könnt. Weil wenn ihr es in der letzten Woche abschickt, kann es unter Umständen sein, dass dann das Päckchen einfach irgendwo bei der Post landet und nie mehr auftaucht. Wirklich, das ist echt schon passiert und das ist sehr mühsam. Oder es wird einfach wieder zurückgeschickt, weil in dieser Zwischenzeit ist nämlich schon der WK fertig. Darum schaut wirklich, dass ihr das von Anfang an einplanen könnt. Jetzt geht er in WK, er ist nur 3 Wochen im WK. Dann schickt er es vielleicht gerade in der ersten Woche ab, dann hat er es vielleicht in der zweiten Woche. Also, planen Sie ein bisschen. Das lustigste Päckchen, das ich übrigens bekommen habe, war in der Unteroffizierschule. Und zwar war das ein normales Päckchen von irgendwie, was hat es gehabt? Etwa 20 Liter Fassungsvermögen und das war voll mit Bauschaum. Aber in diesem Bauschaum hatte es ein Puzzle, es hatte Landjäger drin, es hatte Bier, Red Bull, Zeltli, keine Ahnung was, alles mögliche, aber einfach mit Bauschaum aufgefüllt. Danke vielmals. Ich weiss noch ganz genau, wer das war. Und ich habe mich leider nie daran gerecht. Und es ist doch auch schon 5 Jahre her. Ja, no. Es war sau schwer und ich musste dort irgendwie 5 Stock verlaufen. Aber eben, so Sachen sind immer lustig. Ich habe schon mal einen Rekrut, der ein Fass bekommen. Dann habe ich schon Rekruten gesehen, die haben schon irgendwie so eine zugenagelte Holzkiste bekommen. Was ist noch so verschickt worden? Ja, Schultüten sind natürlich schon gekommen. Alles so kleine Sachen. Also, dort ist wirklich teils grenzenlose Freiheit angesagt. Aber übertreibt es nicht. Was mühsam ist dann wirklich, dass die Rekruten das Zeug wieder heimtragen müssen. Und bei der Zimmerordnung ist das genauso mühsam. Und ja, überlegt euch gut, was ihr schickt. So ein bisschen Gags schicken ist sicher lustig und aufmunternd. Aber schaut einfach, dass für den Zugführer auch etwas dabei ist. Das hat nämlich mal eine Mami gemacht, das weiss ich noch. Genau, eine Mami hat mal einen Kuchen gebacken, weil er einen Kruf von mir Geburtstag hatte. Das Mami hat einen Geburtstagskuchen gebacken für ihren Sohn. Und zwar für den ganzen Zug. Also hat irgendwie 3 oder 4 Küchen hat sie gebacken. Und ich habe das mega cool gefunden. Hat ihn sogar am Sonntagabend mit dem Auto hergefahren, dass die Küchen nicht kaputt gehen auf dem Weg. Und dann ist er wirklich mit so Händen ist er so zu laufen gekommen. Da irgendwie 3-4 Küchen in der Hand gehabt. Und dann hat er so einen ganz kleinen Kuchen gehabt, so einen kleinen Cake mit einem Kärtchen dran. Und in diesem Kärtchen ist gestanden: Vielen lieben Dank, dass Sie so gut zu meinem Sohn schauen. Er erzählt jedes Wochenende begeistert von der Armee. Liebe Grüße, sowieso, sowieso. Und ich hatte mega Freude gehabt. Und ich glaube, der Rekrut hat das Kärtchen nicht gelesen, weil es ist nämlich noch zugeklebt war am Kuvert. Und ich glaube, es wäre ihm unglaublich peinlich gewesen, wenn er das Kärtchen zuerst gelesen hätte. Aber ich muss sagen, ich habe das sehr sympathisch gefunden und darum an dieser Stelle, ja, vielleicht schaut das Mami an die Videos. Danke vielmals! Und wenn der Rekrut jetzt das, ich glaube, der schaut. Ich glaube, der schaut meine Videos. Er ist, glaube ich, sogar unter meinen Abonnenten. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, jetzt weisst du, was deine Mami mir geschrieben hat. Aber es ist ja doch auch schon etwa 4-5 Jahre her von dem her. Who cares? Ich habe es toll gefunden. So, und an dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen schönen Tag. Egal, wenn auch immer ihr das Video schaut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!